Yo Leute, was geht da? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Wir reagieren auf Omar mit Mauerseite, produziert das Ganze bei Kolleg. Ja, wir sind LL, Straße, pur Leute, Street, Real. Mal gucken, was uns erwartet bei Omar. Omar wurde mir auch schon von privaten Kollegen von mir empfohlen. Auch Tübinger, der bekannteste Tübinger, Rapper, kann man ja sagen, bei Nemo. Was für Tübingen ganz schön, dann alles gefickt. Jawohl. Tübingen represent. Ich bin ja auch in Tübingen geboren, falls ihr das noch nicht wusstet. Deswegen bin ein bisschen voreingenommen. Muss geil sein, alter Oma. Ich höre zum ersten Mal was von ihm, auch wenn ihr es nicht glaubt. Wurde mir schon so oft empfohlen, aber ich bin jetzt erst dazu gekommen. Wir hören zusammen rein. Let's go. Angst, die ganzen Jahre hinter Gitter irgendwann mal zu bereuen. Denn jeder Tag, an dem ich nicht mein Vater in die Arme nehmen konnte, war ein Tag, an dem ich abends davon träume. Der Zellentrakt ist dunkel, laufe Runden mit Dämonen. Mörder diskutieren mit mir über ihren Lohn. Okay, also pure Knast-Track, Mauerseite, war auch im Knast, Real Talk. Die meisten Leute, die ich Bruder nenne, sind verdammt für ein Leben in der Zelle. Meine Brüder sind verloren, meine Seele, sie ist tot, mein Körper ist vergiftet. Wen willst du hier testen, Lack, ich fresse deine Stiche. Ich hab Hass gegen mich selber und nicht gegen dieses Leben. Ich will raus zu meiner Mama, lass mich raus aus der Kiste. Der Teufel hat gelogen, die Richter drücken Jahre. Für jedes Leiden und für jede Träne muss ich zahlen. Die Texte sind nicht da, um dir die Scheiße gut zu reden, Bruder. Nein, ich zeig dir einfach nur eine Seele voller Narben. Wir leben nicht, wir rasen. Gute Lines, sehr, sehr gute Lines am Start von Omar. Einfach nur eine Seele voller Narben. Ich zeig euch nur eine Seele voller Narben. Stabil. Eben nicht für Rasen, schnelle Attitüde. Ich wickel krumme Dinger schneller ab als meine Tüte. Drückt der Kilogramm Pakete schneller als der Bulle gucken kann. Habibi liest die Akte, wenn du denkst, dass ich lüge. Ich will mich distanzieren, im Viertel problematisch. Die Kurse waren holländisch, doch heute sind sie spanisch. Die Note drückt mir jeden Tag die Hälfte ihrer Scheine ab. Mein Bruder aber flüstert mir, sie findet mich sympathisch. Ey, 23 Stunden in der Zelle, Bruder, kennst du? So viele Jahre, die noch vor dir liegen und die ganzen Filme hinter Gitter, die noch kommen, Bruder, kämpfst du? Bist du ready für den Zellenblock, Habibi, wenn die Bullen kommen, bleibst du lieber sitzen oder rennst du? Auf der Mauerseite, wo ich meine Runden drehe, musst du wissen. Auch stabiles Video auf jeden Fall gedreht. Wissen, dass die ganze Scheiße über Gang muss, über Gang muss. Schmeiß das Chap über Mauer, Bruder, schmeiß das Chap über Mauer. Komm, komm, schmeiß das Chap über Mauer, Bruder, schmeiß das Chap über Mauer. Schmeiß Pakete über die Mauer für Brüder, die hinter der Mauer Kurse bestimmen. 03 für eine Dose, pendel die Plompe und lass die Eier schaukeln, Bruder, diese Kurse. Der spittet wirklich krass, Alter. Der ist richtig gut drauf auf dem Beat. Kurse bestimmen, 03 für eine Dose, pendel die Plompe und lass die Eier schaukeln. Kleiner Funfact bei dem, sorry, dass ich so auf Stopp jetzt, bei dem Interview von Nemo, also bei Tim war. Bruder, diese Kurse. Bei Tim Gabel. Da wurde er nach seinen Lieblingsrappern gefragt, gell? Und den ersten, den er genannt hat, war Omar. In dem 2-Stunden-Video oder so, das habe ich mir tatsächlich ganz gegeben. Ich weiß, hobbylos, dies, das, aber hat mich interessiert und schon krass, wenn man als erster Name gedroppt wird bei Nemo. Hose, hier sind purer Gewinn, wir laufen die Runden hier gegen den Uhrzeigersinn. Du bist ein guter Rapper, Bruder, doch ich lebe den Film. Und wenn du weniger als 52 Wochen gesessen hast, dann sag mir bitte nicht, du warst im Leben mal drin. Ich fühl den Bullenschaden nach all den Jahren in meiner Zelle. Lebenslange Paranoia, ich kann nie wieder chillen. Und nur die Liebe zu meinem Schöpfer und zu meiner Mutter sind wohl die Gründe, warum ich meinen Verräter nicht kill. Ich bin nicht hier, um mich zu machen. Wow, wow, wow. Nur die Liebe zu meiner Mutter und zu meinem Schöpfer sind der Grund, warum ich meine Verräter nicht kill, Alter. Fühl ich. Wohl die Gründe, warum ich meinen Verräter nicht kill. Ich bin nicht hier, um mich zum Affen zu machen wie eure Rapper. Ich bin hier, weil mir die Häftlinge gesagt haben, mach es. Wäre ich kein Rapper, würde ich Jüngeren im Viertel in Kilo drücken und sagen, kleiner Bruder, hier auf Kombi verpack es. Ey, ich dreh mich seit Jahren in einem Sumpf. Den Ballermann, den ich führe, den führe ich nicht ohne Grund. Mein Viertel, das halte ich ruhig, ich spiele hier mit Vernunft. Und wenn die Bullen mich ficken, dann rede ich nicht und Punkt. Die Sünden belasten, ich trage Schuld. Im Leben bin ich verloren, auf Straße dann dafür Kult. Ein ewiges Auf und Ab, bin draußen und mache schnapp. Und nach der Entlassung wieder dann auf Null. Ey, 23 Stunden in der Zelle, Bruder, kennst du? So viele Jahre, die noch vor dir liegen und die ganzen Filme hinter Gitter, die noch kommen, Bruder, kämpfst du? Bist du ready für den Zellenblock, Habibi, wenn die Bullen kommen, bleibst du lieber sitzen oder rennst du? Auf der Mauerseite, wo ich meine Runden drehe, musst du wissen, dass die ganze Scheiße über Gang muss, über Gang muss. Schmeiß das Chap über Mauer, Bruder, schmeiß das Chap über Mauer. Komm, komm, schmeiß das Chap über Mauer. Doch, Mann, ich spüre die Energie auf jeden Fall, Mann. Omar ist richtig hungrig, der hat richtig Bock. Bruder, schmeiß das Chap über Mauer. Schmeiß das Chap über Mauer, Bruder, schmeiß das Chap über Mauer. Komm, komm, schmeiß das Chap über Mauer, Bruder, schmeiß das Chap über Mauer. Ey,
23 Stunden in der Zelle, Bruder, kennst du. So viele Jahre, die noch vor dir liegen und die ganzen Filme hinter Gitter, die noch kommen, Bruder, kämpfst du. Bist du ready für den Zellenblock, Habibi, wenn die Bullen kommen, bleibst du lieber sitzen oder rennst du. Auf der Mauerseite, wo ich meine Runden drehe, musst du wissen, läuft die ganze Scheiße über Gangmoves, über Gangmoves. Diese Zeilen widme ich all denen, die auf der anderen Mauerseite sind und denen, die auf dem besten Weg dahin sind, egal wie dunkel es gerade auch sein mag. Bitte gib dich niemals auf, Omar. Boah, stark, Alter. Wirklich stark. Mauerseite. Ja, Leute, meine Reaktion zu Mauerseite von Omar. Ich schäme mich, dass ich nicht schon früher Sachen von ihm gehört habe, Alter. Wirklich krass. Jeder, der im Knast war, für diesen Text 100% Freiheit für alle Brüder, glaube ich. Ich war tatsächlich nie im Knast, Überraschung. Aber ich fühle es trotzdem, Digga. Also ich fühle sein, was er da vermittelt mit dem Rap, fühle ich trotzdem. To being represent, Omar, Grüße gehen raus, falls du das jemals sehen wirst, falls nicht. Trotzdem geiler Track, Alter. LL, also niemand mit diesem, wir sind LL, auch Angie und so weiter, die auf diesem Label draus sind, alle krank. Ich verlinke noch zwei, drei Videos, Leute. Das war's von mir. Gerne könnt ihr mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Haut rein. Ciao.